Willkommen beim heutigen Pilates-Workout für Fortgeschrittene. Wir arbeiten heute die ersten 5 Minuten im Stehen, bevor wir uns auf unsere Matte legen. Es ist ein Kräftigungstraining für den ganzen Körper, das voraussetzt, dass du Kontrolle über dein Powerhouse und deine Atmung hast. Der heutige Flow aktiviert besonders tief liegende Muskeln, die sogenannten Stabilisatoren. Damit sorgst du für eine bessere Körperhaltung, weniger Verspannung und insgesamt für mehr Ausgeglichenheit. Wie du siehst, sind wir heute an einem besonderen Ort. Wir machen das Workout auf dieser Hubschrauber-Landeplattform an der Küste von Madeira. Auch wenn der Hintergrund bezaubernd und etwas stürmisch ist, musst du heute versuchen, dich auf die Übung zu konzentrieren. So, es geht los. Zieh deine Socken aus und komm auf die Matte. Öffne deine Beine mehr als hüftbreit. Deine Zehen zeigen die Ecke deiner Matte und du aktivierst dein Powerhouse. Bring deinen Bauchnabel rein, Steißbein zum Boden. Einatmen, beuge die Beine und ausatmen, strecke deinen linken Arm zur rechten Seite. Einatmen wieder tief, ausatmen zur linken Seite. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und spanne deinen Beckenboden an, aktiviere somit dein Powerhouse. Atme in den seitlichen Brustkorb, 4 mehr. Ausatmen, zieh dich zur Seite, ein zurück und drück deine Knie zum kleinen Zeh. Ein letztes Mal. Und dann bring deine Hände zusammen, Ellenbogen nach außen weg. Deine Füße öffnest du noch weiter und zieh dich von einer zur anderen Seite. Streck ein Bein und beug das andere. Drück die Handflächen aneinander. Lehn dich im Oberkörper leicht nach vorne. Bleibe auf deiner rechten Seite, dein linker Ellenbogen Richtung rechtes Knie, zur Mitte zurück und zur anderen Seite. Rotier im Oberkörper. Ausatmen, Rotation. Einatmen, schieb dich zur anderen Seite rüber und rotiere wieder. 2 mehr. Ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück. Bring die Arme nach oben, die Füße wieder näher aneinander. Schiebe dich im Oberkörper leicht nach links und strecke dein rechtes Bein. Ausatmen, rechtes Knie und deine Hände kommen näher aneinander. Und einatmen, zieh dich wieder in die Länge. 5 mehr. Dein linkes Bein bleibt leicht gebeugt. 3 Stück noch. Versuch deinen Fuß nicht abzustellen. Bringe die Hände zusammen und komm in einen seitlichen Crunch. Zieh deinen Ellenbogen und dein Knie zusammen. Bei der Ausatmung zieh zusammen und einatmen wieder strecken. 4 Stück noch. 3 mehr. Arbeite entlang deiner rechten Körperseite. Lösen. Wechsel die Seite. Bring die Hände und dein Knie zusammen. Und bei der Einatmung strecke dich wieder. Ausatmen, ranziehen. Ein, zusammen. Dein rechtes Bein bleibt leicht gebeugt. Und denk an dein Powerhouse. Zieh deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. Fasse die Hände und dann kommt dein linker Ellenbogen zum linken Knie. Ausatmen und einatmen, strecken. Dein rechtes Bein bleibt leicht gebeugt und du ziehst dich über die Seite rüber. Absetzen, sehr gut. Wir legen uns hin. Leg dich auf deine rechte Seite. Dein linkes Bein bleibt oben und du drückst deinen oberen Hüftknochen Richtung Ferse. Lass dein oberes Bein oben und jetzt schiebe das rechte Bein nach oben und zurück. Ausatmen hoch, ein zurück. 6 Stück noch. Bleib stabil von der Körpermitte. Und lass deine Wirbelsäule neutral. Da ist eine Kuhle zwischen der Taille und deiner Matte. Halte beide Beine gestreckt. Und jetzt komm in die Scissors-Bewegung. Schiebe die Beine aneinander vorbei. Dein rechter Arm ist lang gestreckt, dein linker Arm vor dir, vor der Brust oder vor deinem Bauch auf dem Boden.
Arbeite im Pointoe, Fußspitzen weg von dir. Bring die Füße wieder zusammen. Drück dich auf deinen Unterarm. Bring den linken Arm über deinen Kopf in einen Side Crunch. Zieh deine Hand und deine Füße zusammen. Die Knie kommen Richtung Brust. Öffne deinen Brustkorb. Streck die Beine immer wieder weg. Einatmen, ranziehen und ausatmen, strecken. Bleib dabei oder streck die Beine jetzt die ganze Zeit. Ausatmen, zieh sie zusammen und ein wieder in die Streckung kommen. Lange Arm, lange Beine. Drück deinen Unterarm aktiv in den Boden. Absetzen. Stell dein linkes Bein auf, dein rechtes lang vorne und dann ziehst du dein Bein hoch und tief. Ausatmen, hochziehen, ein zurück. Flex deinen Fuß. Arbeite aus dem Hüftbeuger nach oben und lass den Oberkörper aufrecht dabei. Ausatmen hoch, ein zurück. Oben halten und kleine Bewegung auf und ab. Ganz kleine Bewegung. Absetzen. Strecke jetzt dein linkes Bein, dein rechtes gebeugt und bring die Hüfte nach oben. Linker Arm lang nach oben. Thread the needle. Einatmen, streck dich. Ausatmen, rotiere im Oberkörper. Ein wieder zurück. Drei Stück noch. Nimm deinen Blick mit. Ein letztes Mal. Und dann bring den Arm lang über den Kopf. Zieh jetzt Knie und Ellenbogen zusammen. Streck dich in die Länge. Und ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Dein rechtes Bein bleibt gebeugt. Drei Stück noch. Drück die Hüfte nach oben Richtung Himmel. Ein letztes Mal. Absetzen. Deine linke Hand kommt vor dir auf den Boden. Und dann drück die Hüfte wieder hoch. Dein rechtes Bein gebeugt. Und dann bring dein linkes Bein lang nach oben. Zieh dein linkes Bein Richtung Ellenbogen ran. Und dann streck es wieder. Einatmen ran, ausatmen, strecken. Vier Stück noch. Ein ran, ausatmen, strecken. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Zwei mehr, bevor das Bein hoch und tief geht. Bei der Ausatmung das Bein nach oben, ein wieder tief. Aus hoch und ein zurück. Du müsstest merken, wie du in den Po arbeitest. Vier Stück noch. Drei mehr ausatmen. Bleib stabil vom Oberkörper. Halte oben kleine Bewegungen auf und ab. Ganz klein die Fußspitze weg von dir. Und absetzen. Sehr gut. Wir drehen uns einmal auf die andere Seite. Leg deinen Oberkörper ab. Drück den oberen Hüftknochen Richtung Ferse. Löse das rechte Bein und das linke Bein kommt dazu. Arbeite nur mit dem linken hoch und tief. Ausatmen hoch, ein zurück. Hoch und tief. Fünf Stück noch. Halte oben. Und geh in die Scissors-Bewegung. Fußspitzen weg von dir, die Beine aneinander vorbei. Atme hier gleichmäßig ein und aus. Streck die Beine so lang es geht. Denk an die Bauchspannung. Bring die Beine gleich wieder zusammen. Drück dich auf deinen linken Unterarm. Und dann strecke den rechten über den Kopf. Zieh die Knie und zieh deine Hand zusammen. Und komm wieder in die Streckung. Ausatmen, ranziehen. Einatmen, strecken. Entweder bleibst du bei dieser Bewegung oder lässt die Beine jetzt gestreckt. Mach dich lang, lass die Beine lang und zieh Füße und Finger zusammen.
sie den Bauchnabel rein. Ausatmen, ranziehen. Einatmen, wieder strecken. Absetzen. Stell dein rechtes Bein auf, linkes lang. Das linke schiebst du nach oben. Ausatmen, hoch, ein, zurück. Drück die Ferse weg von dir. Lass den Oberkörper immer noch still. Ausatmen, hoch, ein, zurück. Flex deinen Fuß. Zieh hoch. Und kontrolliert wieder tief gehen. Halte oben, kleine Bewegung auf und ab. Ganz kleine Bewegung. Und lösen. Wechsel die Beine, rechtes Bein lang. Linkes angewinkelt, rechter Arm nach oben, thread the needle. Unter dem anderen Arm durch und wieder lang nach oben. Nimm deinen Blick mit. Ausatmen, geh tief und ein, zieh dich lang nach oben. Zwei Stück noch. Ein letztes Mal und dann streck den rechten Arm über den Kopf weg. Ausatmen, bring deinen Ellenbogen und Knie zusammen. Einatmen, komm in die Seitstreckung. Lass die Hüfte oben. Drück dein linkes Schienbein tief auf den Boden. Vier Stück noch. Ausatmen, ranziehen. Einatmen, lang strecken. Die letzten drei. Absetzen. Bleibe auf deinem linken Unterarm, dein rechter Arm vor dir, strecke das rechte Bein und bring das rechte Bein zum Ellenbogen. Ranziehen und ausatmen, strecken. Einatmen, ran, ausatmen, strecken. Mach dich lang, du bist eine Linie von der Fußspitze bis zur Schulter. Halte das Bein gestreckt und bring es hoch und tief. Ausatmen, hoch, ein, zurück. Sechs Stück noch. Drücke deinen Unterarm aktiv in den Boden. Halte oben, kleine Bewegung auf und ab. Mit deinem Bein, hoch und tief. Und absetzen. Sehr schön. Roll kurz deine Schultern zurück, setz dich auf deinen Po. Gut gemacht. Leg dich auf deinen Rücken. Zieh den Bauchnabel Richtung Matte. Bring deine Hände an den Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen. Wir fangen an mit normalen Crunches. Zieh dich hoch und geh wieder tief vorm Oberkörper. Dein Blick geht nach oben Richtung Himmel. Löse immer wieder den Schultergürtel vom Boden. Vier mehr. Ausatmen hoch, ein zurück. Die letzten zwei und dann hältst du oben. Halte oben, bringe deine Beine in einen 90-Grad-Winkel und strecke jetzt immer ein Bein lang nach oben. Single Leg Stretch. Ausatmen lang, ein zurück. Zwei mehr und dann bringe deine Hände vom Hinterkopf nach vorne. Lang strecken die Beine. Die Beine bleiben bei dieser Bewegung. Drei Stück noch. Bei der Ausatmung strecken. Zieh dich noch ein bisschen höher vom Oberkörper. Halte das rechte gestreckt und komm in Pumpbewegung. Die Arme auf und ab. Atme für 5 ein und für 5 aus. Für 5 ein und wechsel nur die Beine. Wir bleiben bei der Pumpbewegung. Auf und ab. 5 Bewegungen. Einatmen und für 5 aus. Wieder ranziehen die Knie und wir gehen zurück in den Crunch. Zieh deine Fingerspitzen Richtung Ende der Matte. Ausatmen hoch, ein zurück. Arbeite in den Crunch, hoch und tief. Ausatmen hoch und setz die Füße ab. Leg dich auf deinen Rücken. Zieh deinen Bauchnabel wieder rein, streck die Beine lang weg von dir im Pointo. Jackknife, bring die Beine über den Kopf, flexe deine Füße und geh langsam wieder tief, roll dich vor.
Einatmen, strecke die Füße, Pointer. Ausatmen, über den Kopf weg. Einatmen, flex die Füße und roll dich langsam wieder ab. Lass dir Zeit dabei. Arbeite ohne Schwung. 3 Stück noch, Pointer. Füße über den Kopf, drück die Schultern tief und schau zu deiner Brust. Roll deinen Nacken leicht ein. 2 mehr noch, Pointer, einatmen. Ausatmen, über den Kopf mit den Beinen weg. Streck die Beine so lang es geht. Und langsam wieder zurück. Ein letztes Mal. Drück die Schultern tief, drück deine Hände tief. Langsam wieder nach vorne. Bring die Fersen aneinander, komm in einen V-Stance. Und dann drücke die Knie Richtung Brust. Und ausatmen, die Beine lang nach oben. Dein Oberkörper bleibt auf dem Boden liegen. Ausatmen hoch. 4-mal mehr. Einran. Ausatmen lang. Die Zehenspitzen zeigen nach außen. Und bringe deine Füße zurück in einen 90-Grad-Winkel. Arme zur Seite. Handflächen auf dem Boden. Einatmen, Beine wieder zur Seite. Ausatmen, einmal kicken. Lang strecken die Beine. Und dann wieder zurückziehen. Einatmen, geh zur Seite tief, ausatmen, kick, ein wieder zur Mitte zurück, ausatmen und zur anderen Seite rüber. Arbeite nur aus der seitlichen Bauchmuskulatur. Dafür ist es wichtig, dass du deine Schultern wirklich tief drückst. Mittig halten, streck die Beine lang nach oben, Pointo. Strecke jetzt ein Bein zur Seite weg und mit der nächsten Ausatmung das andere Bein. 4 Stück noch. Zur Seite weg und zieh es wieder ran. Beide Beine bleiben lang gestreckt. 2-mal mehr. Komm in einen Criss-Cross. Komm mit dem Oberkörper hoch und die Beine immer wieder kreuzen. Während du die Übung machst, gehst du tief mit den Beinen nach vorne und ziehst die Beine dann wieder nach oben. Bei der Bewegung geh wieder tief im Pointo. Dein Kopf ist gelöst vom Boden, deine Fingerspitzen Richtung Ende der Matte. Spür, wie du in dem Bauch arbeitest. Greife deine Waden. Greife eine Wade, streck das andere Bein nach unten lang. Single Leg Stretch. Ausatmen, wechseln. Und bei der Ausatmung wechseln. Atme aus, während du wechselst. 10 Stück noch. Dein Schultergürtel ist gelöst vom Boden und drück deinen unteren Rücken auf den Boden tief. Sehr gut. Bring viel Länge in die Beine. Greife eine Wade und dann die andere. Zieh es immer ein Stück näher zu dir ran. Absetzen. Stell die Füße auf. Hüftbreit. Und dann komm in eine Hüftbrücke. Zieh dein Schambein Richtung Nase, sodass du aus deinem Hohlkreuz rauskommst. Jetzt strecke das rechte Bein lang weg von dir. Bring das Bein nach oben und dann wieder tief. Ausatmen hoch, einatmen, die Oberschenkel sind parallel zueinander. Hoch und tief. Das Ganze machst du im Pointo. Die Hüftknochen bleiben parallel zueinander. Jetzt geh mit der Hüfte tief und schiebe die Hüfte wieder nach oben. Während dein rechtes Bein lang nach oben gestreckt ist. Zieh es hoch und tief. Ausatmen, drück dich hoch, ein zurück. 2 Stück noch. Und jetzt halte das Bein oben, stell es über das linke ab, drück dein Knie nach außen und geh wieder tief mit der Hüfte. Ausatmen, zieh es hoch. Drück dein Po nach oben. 4 Stück noch. Drück dein Knie weit nach außen. Und dein linker Fuß ist komplett abgestellt. Absetzen. Bleib in der Hüftbrücke, Schambein reinziehen. Und dann strecke dein linkes Bein nach vorne im Pointo. Bring es lang nach oben und wieder zurück. Ausatmen, Kick nach oben, ein wieder tief. Ausatmen hoch, ein zurück, 3 mehr. 2 Stück noch.
und der nächste bleibt lang oben gehalten. Halte oben und dann geh mit der Hüfte tief, ausatmen, zieh die Hüfte wieder hoch. Ausatmen, strecken, ein, zurück. Stell das linke Bein auf das rechte auf. Drück dein Knie nach außen, geh mit der Hüfte tief, ausatmen, zieh dich hoch. Atme in den seitlichen Brustkorb, aktiviere dein Powerhouse. Beide Hüftknochen sind parallel zueinander. Absetzen. Jetzt drei kleine Bewegungen auf und ab mit der Hüfte und bei der Einatmung geht tief. Atme dreimal aus, kräftig ausatmen durch den Mund, einatmen wieder tief, ausatmen hoch. Die Füße sind immer noch hüftbreit voneinander entfernt. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne. Ausatmen hoch. Einatmen, geh wieder tief. Einatmen, streck die Beine lang nach vorne und dann gerade über deinen Kopf weg und jetzt zieh über die Seite wieder nach vorne. Einatmen, Jackknife, gerade die Beine hinter den Kopf und ausatmen, roll dich über die linke Seite wieder nach vorne mit dem Bein. Streck die Beine so lang es geht, lass die Füße zusammen. Du bringst die Beine gerade über den Kopf weg und dann kreise wie in einem Halbkreis wieder nach vorne. Die Beine lang über den Kopf und über die andere Seite. Lass dir Zeit dabei, mal mehr. Bringe jetzt deine Hände an deinen Beckenkamm, bring die Füße lang nach oben und strecke die Beine weit weg voneinander. Öffne sie so gut du kannst, wie in der Scissors-Bewegung. Ausatmen, wechseln und wechseln. Jetzt bringe dein Knie Richtung Nase und dann wechseln. Strecke ein Bein lang nach oben, das andere Bein kommt Richtung Nase. Atme aus, während du wechselst. Drücke dein Po nach oben. Strecke beide Beine über den Kopf und dann bring sie wieder lang nach oben. Ausatmen, die Fußspitzen hinter dir über den Kopf weg und einatmen, streck dich wieder lang nach oben. Geh tief, zieh deinen unteren Rippenbogen zusammen dabei. Und roll dein Kinn leicht Richtung Brust, sodass du keine Nackenbeschwerden bekommst. Strecke die Fußspitzen weg von dir, setze die Hände ab und dann roll dich langsam ab. Wirbel für Wirbel, Beine lang nach vorne, absetzen und komm auf deine Sitzbeinhöcker. Sehr gut. Stell die Hände hinter dir auf, Fingerspitzen zeigen zu deinem Gesäß, streck die Beine lang. Bei der Ausatmung bring dein Po nach oben, Blick nach oben. Einatmen, geh wieder tief. Ausatmen, zieh dich nach oben. Und einatmen, wieder tief. Kipp auf die Außenseite deiner Füße. Du bist eine Diagonale. 5 Stück noch. Ausatmen, zieh dich nach oben. Drücke die Brust raus, zieh deinen Bauchnabel rein. 4 Stück. Denk daran, dass du auf die Außenkanten deiner Füße gehst. Bring viel Länge in deine Füße. Ein letztes Mal. Absetzen. Setz dich aufrecht hin und zieh dich dann in einen Spine Stretch. Ausatmen. Ein aufrecht sitzen und mit der nächsten Ausatmung bring die Arme lang nach oben. Ausatmen, zieh dich nach vorne. Ein wieder zurück und mit der nächsten Ausatmung Arme lang nach oben. Lass den Rücken lang und gerade. 3 Stück noch. Zieh die Fußspitzen ran und zieh dich mit jedem Mal ein bisschen mehr nach vorne. Mach dich rund. Ein letztes Mal.
Zieh dich vor. Richte dich auf, Arme nach oben und dann schiebe die Arme seitwärts. Handflächen zeigen nach unten. Wir kommen in die Saw. Rotiere, komm mit deinem kleinen Finger zum kleinen Zeh und rotiere zur anderen Seite. Ausatmen, geh tief und ein zur Mitte zurück. Ausatmen zur anderen Seite tief und wieder zurück. Die Beine bleiben, wo sie sind. Und du rotierst nur vom Oberkörper. Ein letztes Mal. Und dann stelle die Hände hinter dir auf. Die Fingerspitzen zur Seite gerichtet. Lehn dich leicht zurück. Bring deine Beine nach oben. Ausatmen, zieh sie hoch. Ein, zurück. Ausatmen, hoch. Ein, zurück. Fußspitzen weg von dir. Und halte die Spannung vom Bauch. Jetzt ziehst du ein Knie Richtung Brust. Dann das andere. Ranziehen und zurück. Immer im Wechsel. Beide Beine strecken, criss-cross. Kreuze deine Füße, kreuze die Beine und bleib aktiv von deiner Körpermitte. Zieh deinen Bauchnabel rein. Halte, halte, halte und absetzen. Sehr gut. Wir drehen uns einmal um. Hände unter der Schulter, komm in eine Stützposition, zieh deinen Bauchnabel rein und dann bring dich in einen Upstretch nach oben, zieh dich wieder vor, in einen Liegestütz, ausatmen, drück dich wieder hoch. Upstretch, ausatmen, Brust Richtung Füße, nach vorne in die Plank, einmal tief und wieder hoch, zwei Stück noch. Sitzbeinhöcker Richtung Himmel. Und dann geh tief, beuge deine Arme, drück dich wieder hoch. Ein letztes Mal, ein Liegestütz noch. Und dann einmal ablegen. Langsam tief kommen, leg dich auf deinen Bauch, streck die Beine weit weg, Arme zur Seite. Ausatmen, löse den Oberkörper vom Boden. Und mit der nächsten Ausatmung die Beine. Ausatmen, den Oberkörper, ein zurück und ausatmen, die Beine strecken. Denk daran, dass du den Bauchnabel weg von der Matte ziehst, dein Schambein in den Boden drückst. Du sollst nicht deinen unteren Rücken merken. Spür, wie du in die Gesäßmuskulatur arbeitest. Und spür, wie du in die Schultermuskulatur arbeitest. Zieh jetzt die Finger Richtung Ferse, dein Oberkörper bleibt gelöst vom Boden. Und bei der Ausatmung löse ein Bein vom Boden, ein zurück, im Pointer. Abwechselnd hochziehen, bei der Ausatmung. Hochziehen und wieder zurück. Beide Beine lösen, Arme lang nach vorne und gehen ein langsames Swimming. Ausatmen, rechtes Bein, linker Arm nach oben und mit der nächsten Ausatmung wechseln. Beide Beine gelöst vom Boden, beide Arme gelöst vom Boden. Schau zu der Matte. Absetzen und dann drück dich zurück in die Kindsposition. Sehr gut. Streck die Arme lang, dein Po auf den Fersen und halte hier kurz. Und dann geh zurück in den Vierfüßlerstand, thread the needle. Rechter Arm unter dem linken entlang und bringe deine linke Hand zum rechten Sitzbeinhöcker. Drück die Brust raus. Halte kurz. Und dann wechsel die Seite. Linker Arm unter dem rechten hindurch. Rechten Arm zum linken Sitzbeinhöcker. Halte hier. Drück dich wieder hoch. Und dann geh einmal zurück in die Kindsposition. Bring die Arme nach hinten zu deinen Füßen. Mach dich rund und klein. Und dann setz die Hände vor deine Füße, komm auf deine Füße, bring den Po nach oben. Wenn du kannst, streck die Beine lang, Sitzbeinhöcker Richtung Himmel. Beweg dich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne auf deine Fußspitzen. Spür die Streckung der Beine. Und dann roll dich langsam auf, Wirbel für Wirbel komm nach oben. Richte dich auf zu mir, bring deine Füße zusammen und greife deine Ellenbogen über dem Kopf.
Komm in einen Side Stretch. Zieh dich von einer zur anderen Seite. Mach dich schön lang über die Seite. Nimm die Arme wieder tief. Greife deine Hände ineinander hinter deinem Po. Und dann hast du es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du dir mehr Workouts für Fortgeschrittene wünschst. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.